Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Und ich habe einen Dommel dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Mono Red Topter gegen Burn. Rot gegen Rot. Rot gegen Rot, aber auch beides Agro-Decks, aber zwei völlig verschiedene Schienen. Wir haben auf der einen Seite halt ein spellbasierendes Direktschaden-Deck. Auf der anderen Seite haben wir dieses Agro-Topter, was jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal auf BMW im Channel rumgeflogen ist. Ja, so ein bisschen Kombo-mäßig. Ja, es ist halt Synergy. Ich würde es als Synergy bezeichnen. Agro-Synergy-Deck. Und ich bin mal gespannt, wie sich Burn gegen Topter schlägt. Also ich habe da gerade schon Price of Progress gesehen. Ja, man hat aber ein paar Basics drin. Also so ist es nicht. Und ich glaube halt auch, wenn man schnell einen Idol rauskriegt, kann das wehtun. Und ja, also es gibt vieles, was wehtun kann. Chain Lightning in dein Gesicht. Ja, macht bei einem monoroten Deck irgendwie Sinn, ne? Ja, ich meine, möglichst schnell rauszuhauen. Aber normalerweise versucht man Burnier mit einer Kreatur zu starten, um dann halt darauf zu setten. Gucken, wie krank der Start vom Monored Topter Spieler wird. Das sieht Omni, schon echt eklig aus. Ey. Ja, ich sehe auf jeden Fall einen Omnitopter und eine Funry. Das schon. Genau. Man kann jetzt natürlich auch überlegen, ob man direkt auf einen Vierer geht. Oder man überlegt, ob man halt versucht, den Gegner in einen Trick reinlaufen zu lassen mit dem Bolt. Ja, oder der versucht, den zu bolten. Ja. Da ist natürlich die Frage, wie erfahren die Leute am Tisch sind und wie erfahren man sein Spieler einschätzt. Das ist halt das Problem bei Retrofitter, wenn die liegt und ein Top da liegt, kannst du den zu keiner Zeit removen. Richtig. Eidolon ist ein Problem. Ja. Der wird dann gesackt, da auf dem Friedhof. Und dann kommt ein 4-4er Konstrukt. Ach, wunderschönes Konstrukt. Nee, doch kein wunderschönes doch Konstrukt. Doch kein. Ja, okay. Oh, Original-Token. Nice. 4-4. Tut weh. Ist für Burn sehr schwierig zu removen. Aber möglich. Ja, zwei Spells. Ist das eine Ancient Tomb da? Kannst du ihn noch da? Genau, da geht es nochmal um den letzten Effekt. Wird nochmal kurz erklärt, wie du es machst. Ist das ganz hinten eine Engine Tomb oder ein Waste? Nee, ist ein Engine Tomb. Das tut jetzt weh, ey. Jo, das ist halt gegen Burn nicht das geilste. Das ist ein Galvanic Blast. Er macht halt auch nur 2 Damage. Ja, aber reicht für Eidolon. Ja, man will doch ins Gesicht. Aber ansonsten sieht die Hand nicht so geil aus. Da sind eine Menge Balls auf der Hand praktisch. Ja, das ist halt das einzige Gute jetzt gerade. Mhm. Ich würde auch, glaube ich, einfach angreifen und den Gegnerzug abwarten. Ja. Gegnerzug abwarten klingt ziemlich gut. Dann spielt er vielleicht noch mal, zwackt sich noch 2 Schaden. Mm. Oh ja. Klingt fair. Ja. Aber, Goblin Welder. Gute Karte. Gute Karte, wenn man Artefakte im Friedhof hat. Ja. Und jetzt muss man natürlich schauen, dass man noch ein Artefakt aufs Feld bekommt. Ja, der tauscht die, ja. Ja, lustigerweise kann er jetzt auch das Konstrukt wieder wegtauschen. Um das so vor einem Blast zu schützen. Vor einem Fire Blast. Oder einem Exceed Firecraft. Um dann wieder den Ornithopter aus dem Friedhof zu holen. Um den wieder wie Vierer zu machen. Also, wenn das Deck keine Synergies hat, weiß ich auch nicht mehr. Da wird angegriffen mit einem Eidolon. 2-2 Beatdown. Ja. Dann ist das so. Ich glaube, den Goblin will man hier nicht opfern. Nee. Es ist Firecraft, Fire Blast und Price of Progress. Das sind auf jeden Fall schon mal 10 Damage auf der Hand. Ja. Wenn da jetzt noch ein irgendwie 2 oder 3 Damage kommen, ist das nächste Runde Liefel, glaube ich. Boah. Das ist halt schon echt ätzend. Okay, da wird jetzt der Gewannig gemacht. Da haben wir 11. Dann der Lotus Petal. Lotus Petal kann man wegwäldern. Ja, wird auch gemacht. Der wird weggewäldert. Für den Topter. Dann hat man auch einen Blocker und einen 4-4er als Sack-Outlet. Das sieht schon sehr mächtig aus. Man haut jetzt hier für 4. Aber man ist halt trotzdem kurz vor tot. Ja, das muss man, weiß man halt nicht. Ja, genau, das weiß man halt nicht. Aber bei Burn ist immer so, 7 ist, glaube ich, so, 7 ist noch okay, 6 ist schwierig. Neues Eidolon, das ist aber, glaube ich, nicht gut genug. Du hast halt gleich da 8 Schaden liegen, ne? In Creature Base. Ja, und wenn du dann nicht blockst, weil du nicht weißt, was bei mir da kommt, kommt dann so ein Firecraft hinterher und dann ist die Liefel. Das macht ja mittlerweile auch schon 4 Damage. Oh, stimmt. Das ist ja Metalcraft 2 Schaden, 4 Schaden statt 2 Schaden. Du machst einen Galvanic Blast. Galvanic Blast, genau. Da ist noch einer auf der Hand und 2 Goblin Welder.
Ich finde die Goblin Wailer so unendlich hübsch. Das sind die aus... Das sind die aus dem Versus-Deck. Ach. Elves versus Engineers oder sowas war das. Oh Gott. Nee, Meervolks versus Engineers oder sowas. Okay, Exit Firecraft, 4 ins Gesicht, geben wir auf 7. Cool. Als Burn-Spieler hofft man jetzt, glaube ich, einfach nur, dass da was anderes kommt. Aber das ist Liefel. Das ist wirklich Liefel. Da kommt jetzt ein zweiter Konstrukt-Token. Der wird so angezeigt, ist okay. Ja, dann enttappt man. Genau, er sagt die oberste Fähigkeit, man opfert einen Ornithopter und sucht, kriegt einen 4-4er-Konstrukt, was schon sehr, sehr mächtig ist, wenn man da noch rumwäldern kann. Mhm. Und damit enttappt. Dann zieht man eine Karte. Jetzt brauchen wir halt nur nochmal ein Artefakt oder so. Nö, ist doch schon ein Artefakt genug. Stimmt, ja, stimmt, man hat ja noch den Blast. Man könnte als Burn-Spieler könnte man in Reaktion darauf dann ein Ding machen, aber... Ich glaube, das ist jetzt... Das ist relativ... vor allem, weil man die halt nicht wirklich los wird. Ne. Ja, 4. Metalcraft macht dann 4 Damage, wenn man 3 Artefakte kontrolliert, dann ist man tot. Ja, ja, genau so. Ein Spell, der 4 Damage statt 3 macht. Ja. Damit kann ich nicht umgehen. Knapp. Auf der Hand wirklich, wirklich knapp. Also das war sehr, sehr knapp, kurz vor Tod. Wäre jetzt diese Runde nichts gewesen, wäre Liefel. Mhm. Und da hilft es auch jetzt nicht, zu versuchen, das Ding zu fireblasten. Das wäre aber auf der anderen Seite wahrscheinlich nächste Runde. Nächste Runde hätte Burners gewonnen. Ja, das war jetzt genau die eine Runde. Ja. Es sei denn, er hätte nochmal einen Long getopdeckt. Ja. Sideboarding. Artifact Hate von Burn. Meltdown. Meltdown. Ja, andere Artefakt-Hate gibt es ja auch noch. Hier in Stücke zerschmettern und so ein Quatsch. Ja, stimmt. Das Monored Topter hat, glaube ich, keine einzige Karte, die es boarden kann. Wenn mich nicht alles täuscht. In dem Topter-Deck ist, glaube ich, im normalen Sideboard ist, glaube ich, keine einzige Sideboard-Karte, die man boarden kann. Das kann tatsächlich gut sein. Ja, aber es sah jetzt auch nicht so underwhelming aus in dem Matchup. Ist natürlich die Frage, wie immer, Game 2, Game 3 mit dem Artefakt hält, was man da machen kann. Was halt für den Top-Spiel, also für den Burn-Spieler wichtig ist, man hat keinen Price of Progress gesehen. Mhm. Weil die sind ja nicht unbedingt immer im. Genau, Deck. Es gibt ja jetzt mittlerweile eine Menge Burn-Spieler, die das weglassen. Beziehungsweise es wird jetzt wieder mehr, nachdem die Bannings raus sind und seitdem diese Karte mehr gespielt wird. Ja. Ursas Saga-Start ist aber auch schon. Uff, schon gierig. Warum macht man da noch einen Ornithopter? Ich weiß ja, nicht. So. Ist das eine Retro? Oh, Jungenstart. Der hat aber noch eine Der hat zwei Retrofitter. Der macht jetzt Double Retrofitter into. Nom. Into Double 4-4. Alter. Leck mich am Sack. Plus, er hat noch das Rote dann für den Blast. Das heißt, nächste Runde kommt er für 12. Wenn er möchte. Oder er spielt einen Goblin. Er kann jetzt, ja stimmt, er kann jetzt. Ich würde die Retrofitter einfach spielen. Ja, man könnte jetzt auch einen Goblin spielen. Man könnte jetzt auch den Goblin spielen, um safe zu gehen. Das ist. Oder man macht die zweite Retrofitter für Ding. Oder man hält sich das Rot offen für den Blast. Ja, Creature Blasten. Ja, Creature Blasten, Eidolon wegtun und dann für 4 zumindest hauen gehen. Man kann ja auch langsam aufbilden. Dann, End of Turn, Blast steht in kaputt. Der ist definitiv tot. Nee. Oh, man geht ins Gesicht. Und dann kommt er. Alles klar, das kann man natürlich auch machen. Da kommt dann der ehemalige Burn-Spieler raus, der lieber Spell spielt, als Kreaturen im Feld zu haben. Wow. Da hätte ich aber auch, glaube ich, lieber die Dinge gespielt. So, End Up. Ja, noch geht er nicht auf 2, aber nach dem Draw. Das ist ein Land? Nee, ist kein Land. Das ist eine Breyers. Das ist eine Apprentice. Ja, scheiß auf den Damage. Schmeiß die beiden Viecher da raus. Jo. Im Notfall kann man ja die Retrofitter auch wegwäldern für einen Topter. Ja. Das ist ja auch. Also der Wälder macht in dem Deck so unendlich viel. Ich bin ein sehr großer Fan von Wälder geworden. Ja, das ist schon eine Kreatur. Ja. Der Engineer ist da gar nicht drin. Der Engineer ist da nicht drin, nein. 2 Mana, wer soll das denn bezahlen? 3 Mana Brayer ist ja schon. Heißt also, das ist so ein Chalice of 1 Deck. Chalice of 1 tut dem Deck weh. Ähnlich auch wie Trinisphäre und ähnlich ist natürlich. Das kann sehr gemacht. Hast du gemacht? Krass. Gar nichts gemacht, okay. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hm.
Vielleicht will man den Gegner tricken, wenn er jetzt angreift, dass man das Eidolon wegkriegt. Man kann jetzt halt versuchen, die 4-4 einfach zu Victory zu reiten. Ja. Und wenn der Gegner was smashen möchte, soll er doch. Schwierig. Vor allem, man kann jetzt theoretisch nächste Runde, wenn der Trigger am Stack ist, Mana tappen und den Speer raussuchen. Oh, Lifelink Trampel Speer. Und man hat 2 Mana, um das Ganze zu bezahlen, auch wenn man kein Land zieht. Ja, jetzt passiert nämlich genau das, was wahrscheinlich Phase war. What? Da hätte ich hundertprozentig den Typen gesagt. Ja, okay, aber da wäre halt ein Bolt und der 4-4er wäre ja, weg. Ja, das stimmt, ne? Aber ja. Ja, ach. So, jetzt kann man den nämlich halt safe wegsacken, hat die 8 Schaden auf dem Board. Ja, das kann jetzt schon wehtun. Dann zieht man eine Karte, geht auf 3. Dann kann man sie tappen für Mana. So. Frage, ob man es macht. Nee. Man weiß, manchmal weiß es nicht. Manche Spieler wissen es halt noch nicht. Manche Spieler machen es halt leider den Fehler, dass sie sie nicht tappen für Mana. Da ist ein Hope auf. Die Hope wäre natürlich auch nicht schlecht. Einfach noch ein 4-4er. Einfach mehr 4-4er smashen. Jawoll. Wer braucht schon Lifelink, wenn der Gegner keine Leben mehr hat? Richtig, sehe ich ähnlich. Also man hätte ja auch den Shadowspear rausholen können, das Land für Mana tappen können, hätte jetzt einen 5-5er versuchen können zum Angreifen. Lifelink ist halt auch sneaky. Auf der anderen Seite, man hat gesehen, dass Burn hier den Smash des Smilderins in der Hand hat. Also es ist tatsächlich die bessere Entscheidung in dem aktuellen Spiel, ohne es zu wissen. Plus man hat noch einen Onitopter gezogen, den hätte ich mir den Hope auf keinen Fall rausgesucht. Hätte ich mir den überhaupt nicht ausgesucht. Ne? Nee, ich auch nicht. Auch nicht. So, jetzt hast du nichts mehr, außer noch eine Retrofitter eventuell. Ja, jetzt geht man einfach für 4 hauen. Für 8. Getappte Kreatur kann ich blocken, ne? Ja, ich sagte auch dann. Ist die Frage, ob man jetzt smasht, aber wahrscheinlich nicht. Ne, geht man auf 4. 13 ist halt schon hoch, also er kann jetzt. Mathe und so. Mathe, ja. Schwierig. So, 13 ist schon schwierig, ja, das stimmt. Vor allen Dingen mit dem Eidolon, was ich mit 2 Spells töten kann. Ja, genau, das ist schon dann schon echt schwierig. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr machbar. Man kann es auch versuchen anzugreifen, hoffen, dass der Gegner das Ding blockt. Und dann mit einer Menge Bolt. Ja, aber das Ding, dann kommt man genau auf 13 mit 3 Bolts. Und einem Opfer 2 Länder kommt man genau auf 13. Aber die habe ich nicht auf der Hand gesehen. Ja. Schwierig. Vor allem, wenn man halt Price of Progress ist halt tot, wenn der Gegner keine Länder hat. Ja, das ist halt gerade auch so bitter. Ne? Normalerweise spielt der Deck halt auch relativ viele Nicht-Standard-Länder. Ja. Okay, geht man einfach. Frisst man den. Ja, dann wird schon hochgetickt. Und dann geht man in seinen Zug. Und dann jada. Ja, das ist over. Ja, sieht man hier auch. Ja, 2-0 für Monred Topter. Sehr, sehr starkes Meltdown hat's geregelt. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.